Herzlich willkommen beim Motorradmagazin. Die 80er sind zurück und als Kind der 80er kann mir nichts lieber sein. Ich stehe auf diese klobigen Formen. Ich bin aufgewachsen mit den Motorrädern, mit Kastenheck, mit runden Scheinwerfern, mit Doppelscheinwerfern. Und jetzt steht hier eine neue Yamaha XSR 900, die sich an diesem Stil, an diesen Stilelementen orientiert, auch ein bisschen an der eigenen Geschichte mit dem Delta-Box-Rahmen und so weiter. Ich finde, das Ganze sieht wirklich aus wie ein gestrippter Supersportler der 80er. Was es kann, was neu ist, was ich davon halte, das erzähle ich euch gleich. Willkommen zurück. Die XSR 900 sah früher anders aus und jetzt sieht sie so aus wie noch viel früher, nämlich so wie die Motorräder teilweise in den 80er Jahren aussahen. Vielleicht lassen wir schon langsam die 70er hinter uns, ist ja wie in der Mode, es kommt alles zyklisch wieder. Und ich, wie gesagt, bin sehr froh darüber, dass wir jetzt vielleicht so mehr 80er-Bikes, Retro-Bikes sehen. Fangen wir gleich bei der Optik an. Ich habe es gesagt, Rundscheinwerfer ist eigentlich Pflicht. Nicht täuschen lassen von der goldenen Gabel. Wir haben hier leider keine Öhlins-Komponenten. Das passt nur zu diesen gelben Stilelementen, zu diesen gelben Farbtupfern, die sich ja auch herleiten aus der Geschichte von Yamaha Rennsport. Damals gab es ja noch einige Tabakfirmen, die geworben haben. Und die trugen auch diese Farben, kann man jetzt natürlich leider nicht mehr aufs Motorrad malen. Was ich auch cool finde, dass man hier diese Verkleidung mit diesem Schnellverschluss lösen kann. Muss schauen, ob ich das jetzt auch wieder reinkriege. Ja, das funktioniert auch genauso schnell. Dann auch in den 80er Jahren hin und wieder zu sehen, beispielsweise bei der Fireblade. Das war allerdings, glaube ich, schon natürlich in den 90ern, aber egal, das ist Mitte 80er bis Mitte 90er, hat sich ja, das ist ja alles ein fließender Übergang, man kann das ja nicht an Jahrzehnten festmachen. Jedenfalls diese runden Bohrungen hier quasi als Gewichtsersparnis, um das auch optisch hervorzuheben, finde ich auch ganz geil. Aber was ich wirklich bemerkenswert finde und mich überrascht, dass dieses Rücklicht durchgegangen ist. Also so wie sich das hier unter dem Heck versteckt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das zulassungsfähig ist, aber offensichtlich doch und es schaut richtig cool aus. Natürlich haben wir jetzt trotzdem diesen Fortsatz, diese Kennzeichenhalterung drauf, ist natürlich immer ein bisschen ein Schandfleck, aber da gibt es vielleicht ein paar elegantere Lösungen dann aus dem Zubehör. Und wenn wir schon hier hinten sind, beim 180er Bridgestone S22 Reifen, da schauen wir uns auch gleich diese wunderschönen goldenen Felgen an, die in der Spinforged Technik hergestellt wurden. Das ist auch die Technik, die man anwendet, um die MotoGP Felgen herzustellen. Das heißt, die sind innen hier hohl und dadurch konnte man vorne und hinten insgesamt 700 Gramm Gewicht einsparen. Der Grabovic-Auspuff ist leider nicht serienmäßig. Der Serienauspuff ist wesentlich dezenter, das heißt optisch dezenter, den nimmt man kaum wahr. Der Grabovic passt halt dann auch besser zum 80er-Jahr-Look und auch besser zum 80er-Jahr-Sound, glaube ich. Wir haben ein Standgeräusch von 95 dB. Ich glaube aber, der Grabovic ist ein bisschen lauter, klingt richtig satt und er klingt, manche werfen mir dieses Wort immer vor, räudig. Das meine ich aber im besten Sinn, das heißt krächzend, ätzend, heiser, sowas in der Richtung. Das drückt sich mit räudig bei mir aus und das werden wir uns gleich anhören und wir werden es natürlich auch gleich fahren. Davor aber die wichtigsten Neuerungen im Vergleich zum alten Modell. Das alte Modell war ja im Vergleich zur MT09 immer ein bisschen höher, geraderer Sitz, einfach eine andere Ergonomie und die hat mir auch immer mehr entsprochen als die der MT09. Jetzt ist es so, das wurde geändert, wir haben einen tieferen Lenker, tieferen Sitz, auch einen anderen Lenker,
Der ist so nach unten gekröpft, aber ich sitze sehr gut. 810 mm Sitzhöhe. Ich bin richtig schön ins Motorrad integriert und auch der Lenker ist jetzt kein Kriegerlenker, wo man irgendwie übers Motorrad gespannt wäre, sondern eigentlich ein normaler Naked Bike Lenker, der mir so ein bisschen entgegenkommt. Und ich muss sagen, die Sitzposition ist sehr gut, aber ist eben nicht mehr die der alten XSR 900. Wir werden gleich schauen, wie sich das dann beim Fahren auch auswirkt. Wie gesagt, einfach ein bisschen mehr diese Supersport-Ergonomie auch. Wenn da jetzt eine Vollverkleidung drüber wäre, dann wäre es für mich so ein bisschen ein Oldschool-Supersportler. Beim Heck hätte ich gerne Farbe. Ich hätte hier schon gern eine Verkleidung drüber in diesem wunderschönen Blau. Wirklich als Einsitzer, als Monoposto wäre noch ein bisschen cooler, aber so kann halt jemand mitfahren. So richtig bequem ist der Sitz nicht. Das schaut zwar hier richtig dick aus, aber das ist nicht die Polsterung, sondern der ist hier natürlich so drüber gestülpt. Und das ist jetzt nicht so ein 15 cm hoher Polster, sondern der ist relativ dünn und relativ straff. Und das gilt auch fürs Fahrwerk. Aber wie gesagt, das werden wir uns alles anschauen beim Fahren. Der Motor hat zugelegt, trotz Euro 5. Wir haben jetzt 119 PS, sind um 3 PS mehr und wir haben um 6 Newtonmeter mehr. 93 Newtonmeter schafft jetzt dieser 889 Kubik Dreizylinder und der war ja immer schon sehr sportlich, sehr aggressiv ausgelegt, auch durch diese kurze Übersetzung. Die erste MT09 war ja wirklich schwer zu fahren, auch mit diesen Fahrmodi, die extrem kompromisslos ausgelegt waren. Das hat sich jetzt auch alles geändert, wurde ein bisschen sanfter. Wir haben die ersten zwei Gänge länger übersetzt. Wir haben jetzt drei Fahrmodi, die sind auch gekoppelt mit einem Kurven-ABS und mit einer Kurven- bzw. schräglagenabhängigen Traktionskontrolle, die auch abschaltbar ist. Dann haben wir sogar serienmäßig drauf den Quickshifter und einen Tempomaten, was ich auch sehr begrüße, weil ich dann doch leider viel zu oft über die Autobahn nach Wien fahren muss und da fahre ich fast ausschließlich nur mehr mit Tempomat. Zum Oldschool-Look passt zwar dieses TFT-Display, dieses etwas kleingeratene, aber es schaut doch ein bisschen altbacken aus, also da hätte ich nichts dagegen, wenn das einen etwas moderneren Look hätte. Auch die Menüführung ist jetzt nicht die beste. Ich habe hier einen Drehknopf, der auch nicht wirklich schön zu bedienen ist. Und dann habe ich hier links noch einen Mode-Button für den schnellen Wechsel zwischen den Fahrmodi. Aber ja, das schaut halt wirklich aus wie beim ersten Gameboy oder beim zweiten Gameboy Color, den ich auch noch zu Hause habe. Nicht ganz so sexy. Man kann das natürlich argumentieren damit, dass es zum Motorrad jetzt so ein bisschen passt, zu diesem Retro-Charme, aber ich finde, da sollte dann schon die moderne Technik auch ersichtlich sein, weil man will sich auch darauf verlassen können, auf die Elektronik, und wenn ich dann so eine Oberfläche habe, denke ich mir, naja, ob das nicht so ein bisschen altes Zeug ist. Aber ja, das ist für mich schon so ziemlich der einzige Schönheitsfehler, schöne Schwinge, auch der Rahmen hier einfach so schön sichtbar, das verschraubte Heck. Ja, wie gesagt, diese Seitenteile und die Farbe ist einfach ein Wahnsinn. Ihr seht es, jetzt ist die Sonne rausgekommen. Das ist ein Traum. Dieses Metallic Blau, dieses Yamaha Blau ist ein Wahnsinn. Ist auch schön lackiert, ist nicht einfach aufgeklebt. Hätte man sich ja auch sparen können. Das ist aufgeklebt da hinten, aber der Rest nicht. Schön drüber lackiert. Ja, und natürlich auch hier diese Gummimatten, damit ich ein bisschen mehr Grip habe, und da auch der Tankschutz in der Mitte, ist auch nicht serienmäßig. Ja, kann man jetzt auch schön finden, passt zumindest zum Look, aber vielleicht wäre es doch schöner, wenn zumindest hier an der Seite, weil ich brauche das ja nicht unbedingt auf der Straße für den Grip, noch mehr von diesem Blau zu sehen sein würde. 15 Liter haben wir im Tank, ich habe jetzt gebraucht, auch beim letzten Test, so circa 5,5 Liter. Ich glaube 5,1 ist die Werksangabe, aber man fährt natürlich ein bisschen flotter, man genießt auch diese Beschleunigung, weil ich habe es immer schon gesagt, so wie dieser Dreizylinder seine Form als 115, 116, jetzt 119 PS ausnutzt, ausspielt, das ist fast konkurrenzlos, das ist mörderisch geil. Richtige Spaßmaschine, genauso der CP2, der in der MT07 und der XSR 700 steckt, in der Tracer 7 natürlich.
der ist auch so. Das ist einfach richtig direkt. Ich meine, ich finde, daneben gibt es dann nur KTM, die das so effizient umsetzen, die wirklich so fahrspaßorientiert das Ganze entwickeln. Aber da ist Yamaha auch ganz vorn dabei. Und auch das werde ich dann gleich erfahren, mit eurer Begleitung hoffentlich. Ansonsten, ja, sogar beim Auspuffsystem konnte man trotz Euro 5 300 Gramm sparen. Also ein bisschen was an Gewicht auch wieder, aber das ist für mich jetzt hier gar nicht so entscheidend. Ja, seitlichen Spiegel kann man auch halten, was man will davon, kann man mögen oder nicht. Auf der Rennstrecke ist es extrem störend für mich, auf der Straße nicht. Man sieht auch wirklich gut nach hinten, dann haben wir auch noch so ein Mini-Windschild, das auch ein bisschen Druck von der Brust nimmt bei Autobahnfahrten, bei schnelleren Fahrten. Und das ganze Paket gibt es in Österreich für 12.299, den deutschen Preis blende ich ein, und ich finde, das ist ein sehr guter Preis für diese Optik, für diese Fahrdynamik. Wäre echt was, was ich mal in die Garage stellen würde. Ich habe ja letztens schon das Video gedreht zum vielleicht coolsten Motorrad des Jahres, zur Tenere World Raid. Könnt ihr euch auch anschauen. Das ist ja auch in dem Stil, das ist auch dieses Blau. Und auch die World Raid orientiert sich natürlich an den 80er Jahren. Und deswegen spricht mich das so an. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der gemeint hat, dass man genau an dem Jahrzehnt hängt, dass man so gerade nicht im vollen Bewusstsein erlebt hat, weil man halt noch zu klein war, noch zu jung. Und das ist wahrscheinlich der Grund dafür. Und jetzt haue ich mich in den Sattel. Ich hoffe, ihr haut euch auf den Sozius und dann fahren wir eine Runde. So, dann fahren wir wieder mal beim wirklich Kaiserwetter den Stotzinger. Und was gleich auffällt, dass man diesen Hebel jetzt nicht mehr so hat, diesen hohen Lenker. Und sich ein bisschen mehr, im wahrsten Sinne des Wortes, ins Zeug legen muss. Man muss also ein bisschen mehr mitgehen mit dem Motorrad. Ich habe es gesagt, man fühlt sich wirklich sehr gut integriert. Aber das zwingt sozusagen zu etwas mehr Körpereinsatz. Es ist alles kalt, da muss ich aufpassen. Aber das ist nicht unangenehm. Ich finde, die Sitzposition ist richtig cool. Das hat irgendwie was ganz Eigenes, der Kniewinkel ist schon relativ spitz. Also, ja, wenn man ein bisschen größer gewachsen ist, vielleicht würde man dann gern den Sitz ein bisschen erhöhen, so auf 8,30. Ist dann sicher auch noch super, weil der Lenker, wie gesagt, kein Kriegerlenker ist. Da haben wir schon so Riser drauf. Da muss man sich nicht schrecken. Also einige Modelle der Vergangenheit, die sind, oder da sind die Hersteller davon ausgegangen, dass sich das heute noch jemand antun will, aber so ist es leider nicht mehr, was ich schade finde. Heutzutage glaubt jeder, das Motorrad muss einem in allem entgegenkommen und den größten Komfort und die beste Ergonomie bieten. Ich bin anderer Meinung, man muss auch leiden können. Und apropos Leiden, wir haben hier natürlich einen sehr, sehr guten Straßenbelag, aber das Fahrwerk ist recht sportlich ausgelegt, ganz dem Charakter entsprechend, merke ich auch beim Anbremsen, bleibt die Gabel wirklich stabil. Ich habe übrigens nur unter Anführungszeichen zwei 298 mm Scheiben vorne, vier Kolben Bremssättel. Aber Brembo Bremspumpe wirklich sehr schön zu dosieren, die Bremskraft, und ich finde, es fährt wirklich harmonisch. Auch diese zwei angesprochenen ersten zwei Gänge, die jetzt länger übersetzt sind, sorgen einfach für eine gleichmäßigere, angenehmere Kraftentfaltung. Ich bin jetzt im Fahrmodus 2. Wenn ich nicht am Gas bin, kann ich hier mit einem Schalter auf die anderen Fahrmodi gehen, und wenn ich den Mode-Button drücke, kann ich statt den Fahrmodus die Traktionskontrolle im quasi Schnellverfahren anpassen. Dann haben wir aber neben dem ABS noch zwei
Fahrhilfen und das ist die Lift Control, also quasi eine Wheelie-Kontrolle. Und die Slide Control ist hier sogar oben von Yamaha, die ja aus dem Supersport kommt. Kann ich euch jetzt eher schwer demonstrieren. Dafür wäre eher die Rennstrecke passend. Aber ja, also Gas weg, dann zack, Drive Mode, jetzt bin ich im 1er. Dann kann man wechseln, gleich auf den 3er. Das ist jetzt ganz zäh. Aber ja, ich würde da wieder mal die goldene Mitte wählen, Modus 2. Das passt mir gerade. Und wie ihr gesehen habt, im Menü kann man dann noch die anderen Fahrhilfen separat einstellen. Im Endeffekt gibt es ja eigentlich 4 Fahrmode, einen Rider-Mode auch noch, den ich mal eben individuell zusammenstellen kann. Aber es ist insgesamt einfach nicht mehr diese aggressive Gasannahme wie früher. Das war wirklich unangenehm. Also selbst für die sportlichsten Fahrer. Aber es ist jetzt schon lange her, muss man sagen. Es ist wirklich Vergangenheit. Und man hat dann doch versucht, wieder ein bisschen mehr in Richtung Fahrbarkeit, Harmonie zu gehen. Und das ist wirklich gelungen. Also, ich habe auch gute Transparenz. Und eine schöne Balance. Also, ich kann da sehr präzise fahren. Sehr intuitiv, was ja für mich immer das Indiz dafür ist, ob ein Motorrad schön ausgewogen ist, schön quasi entwickelt und getestet, dass ich einfach immer im Kopf habe, ohne viel nachzudenken, was gerade passiert, was ich mache, was das Motorrad umsetzt. Und die Bremskraft ist in Ordnung, sie ist ordentlich. Es ist jetzt kein richtiger Hammer. Aber eins könnte ich noch machen, wenn wir da schon auf der Geraden sind. Vielleicht können wir da mal ein bisschen beschleunigen und schauen, was der Dreizylinder kann. Also, bist du deppert, das geht. Aber mit dem Quickshift, das ist natürlich ein Traum. Er funktioniert richtig gut. Bei mir ist es nur so, wenn eine Kupplung sich so leicht ziehen lässt wie hier oder wie besonders bei den kleineren Modellen, also unlängst die Kawasaki EZ400, also die Kupplung spürt man gar nicht, wenn man die angreift, dann tendiere ich dazu, eben diese zu ziehen und nicht den Quickshifter ständig zu bemühen. Aber wenn ich den Quickshifter habe auf der Straße, dann nutze ich ihn vor allem dazu, meine linke Tennisarmhand zu entlasten, die ich jetzt schon wieder habe seit einem Jahr. Und dann ist natürlich wichtig, dass diese Schaltvorgänge schön direkt, schnell und vor allem ohne Haken vonstatten gehen. Also wenn das da so immer so ein bisschen eckt, dann ist das besonders unangenehm. Also bei mir kann ein Schaltvorgang vielleicht, er muss jetzt nicht blitzschnell gehen, ja, für ein Straßenmotorrad, aber es darf nicht am Schalthebel so zäh sein und so, wie gesagt, so ein bisschen speilen. Das mag ich überhaupt nicht. Und das ist hier nicht der Fall. Auch wenn ich normal fahre, das ist das Wichtige, wechselt der Quickshifter schön die Gänge. Bei hohen Drehzahlen ist es vielleicht ja, leichter. Aber wenn ich so ganz normal im Alltag fahre,
das kriegen nicht alle hin, dass den Quickshifter dementsprechend abstimmen. Triumph war ja da ganz vorn dabei, die haben das dann auch extra so quasi beworben oder bemerkt, dass der Quickshifter eben auch bei niedrigen Drehzahlen, bei niedrigen Geschwindigkeiten in der Stadt funktioniert. Und die haben das richtig gut drauf. Aber auch da kann ich wirklich nicht meckern. Ich versuche dann auch immer so ein bisschen, vielleicht ein bisschen schlampiger zu schalten, die Drehzahl so ein bisschen zu variieren oder wegzugehen. So. Und das funktioniert immer, das ist echt angenehm. Muss sich keine Gedanken machen. Ja, ich habe es auch angesprochen, der Sitz, der schaut dick gepolstert aus, ist es aber nicht. Der ist auch jetzt schon wieder spürbar, aber wie gesagt, ich will nicht jammern. Man muss auch was aushalten. Ich habe mir jetzt ein Fahrrad gekauft, auch mit einem, weiß ich nicht, was das für ein Sitz ist. Ich glaube, das ist wirklich ein Holzsitz, weil das Fahrrad ist auch aus Holz. Und das ist auch keine Freude, wenn man länger oben sitzt, aber ich wollte es haben und es gefällt mir und es fährt super und aus. Da muss man durch. Ich finde das schade, dass man da heutzutage vielleicht ein bisschen verweichlicht ist dementsprechend. Weil man könnte so viele viel schönere Motorräder bauen, wenn es nicht ständig um Komfort und Vielseitigkeit und so ginge. Aber das kauft dann halt keiner. Das hat uns die Vergangenheit jetzt gelehrt, die jüngste. Diese ganzen Kaffee Racer und die ganzen RS-Modelle und so mit Grickerlenker, die tut sich keiner mehr an. Das ist ein Drama. Und da hat eben Yamaha, das dürfte Yamaha gewusst und behirnt haben und hat gesagt, na, die Sitzposition muss einfach passen. Das kann schon so ein bisschen diesen Touch haben von den 80ern. Aber so oben sitzen wie in den 80ern will halt wirklich kaum noch jemand. Ja, Rückspiegel, wie gesagt, normal bin ich jetzt nicht der größte Fan, weil es oft nicht den Nutzen bringt und die Sicht nach hinten bietet, die ein Rückspiegel bieten sollte. Aber hier sehe ich wirklich super nach hinten. Ich sehe mich selbst gar nicht im Spiegel. Passiert auch nicht oft. Also da auch wieder Optik quasi cool, retro, aber eben auch ein entsprechender Nutzen. Also das ist wirklich ein richtig cooles Retro-Bike, Naked-Bike und Retro-Bike, das man im Alltag bedenkenlos nutzen kann. Und an den Sitz gewöhnt man sich wahrscheinlich auch. Da sind ja auch nicht alle gleich empfindlich. Manche halten 10 Stunden im Sattel aus, andere keine 2. Also das kann man schon verschmerzen. Ein paar Extras würde ich mir eben anschaffen. Agrapovic für mich fast Pflicht, weil der Serienauspuff nicht ganz so zu dem Typ Motorrad passt. Das muss schon ein sichtbarer Endtopf sein. Dann diese Minimaske ist auch nicht so schlecht. Quickshifter eh schon an Bord. Gut, Heizgriffe, die bräuchte man jetzt dann, wenn es kälter wird im Herbst, aber muss ich auf dem Motorrad nicht haben. Und sonst ist alles dran. Ja, ich hoffe, dass vielleicht dieser Trend sich dann fortsetzt mit den 80er Jahre Retro-Bikes. Schauen wir, ob andere nachziehen. Die EICMA in Kürze. Da werden wir dann sehen, was die Marken präsentieren und wo es ungefähr hingeht. Ja, jedenfalls ein schöner Saisonabschluss für mich. Ich glaube, schon langsam melden alle Importeure ihre Testfahrzeuge ab und ich darf natürlich ins Ausland für die Neuheiten 2023, die ihr dann bei uns meistens zuerst seht. Ich danke euch fürs Mitfahren. So, vielen Dank fürs Mitfahren. Es gibt jetzt dann offensichtlich doch noch ein paar mildere, schöne Herbsttage. Ich hoffe, es werden noch mehr. Die Straßen, wie gesagt, teilweise schon mit Vorsicht zu genießen, je nachdem, wo ihr wohnt und wie das Wetter bei euch war.
Da geht es jetzt noch. Ich werde dann noch ein paar Kilometer genießen. An euch der Tipp, Testbericht im Heft 622. Das könnt ihr nachbestellen, falls ihr es versäumt habt. Ihr könnt das Motorradmagazin natürlich auch abonnieren und ihr könnt es bequem online lesen. Der nächste Schwung an Neuheiten lässt sicher nicht lange auf sich warten. Die EICMA Anfang November, da wird dann der ganze große Rest vorgestellt an Neuheiten. Wir sind natürlich live dabei. Da gibt es dann wieder an die 20, 30 Videos, auch von Produkten, von Bekleidung und so weiter. Ich hoffe, ihr seid dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.